Weil es Orienteering und die Tiere machen, deswegen auch der tolle Titel, Orienteering. Ich weiß nicht, was es ist. Ich meine, Legende. Was soll es für eine Legende sein? Ist es jetzt Neptun oder was? Es geht wieder los mit der Pimmelbahn. Go vacation auf der Switch! Hoots an einem Part von Switch Go Vacation. Wir sind heute mal bei Nacht oder bei Sonnenuntergang im Seeresort. Weil es Orienteering und die Tiere machen, deswegen auch der tolle Titel, Orienteering. Ich weiß nicht genau, welchen Wortwitz ich damit mache, aber ist doch eigentlich ganz nett, oder? Willkommen im Seeresort, Mardi. Nice Orienteering. Achtung, hier kommen die Infos. Tauchen, okay. Flucht für ein Lebewesen. Dann statt das Wort erreichen die Leuchtscheibenzone und knipst im Bett ein besonderes Foto von dir selbst. Alles klar. Na, so, wenn du ein Orienteering erfolgreich abschließt, erhältst du viele Punkte. Wird richtig viel Spaß machen. Ja, wird es bestimmt. Und wir schauen uns allererstes im Fall zum Tauchen, oder? Erstmal schauen wir, was haben wir noch für Tiere, die wir noch nicht gemacht haben. Wir haben hier noch zwei, drei, vier, oh, noch einige. Okay, schauen wir erstmal hier, was ist das hier? Zeit von lieber mittags im Landungsschiff und fischt mittels Sturztauchen. Okay. Das wird ein Vogel sein. Polykreatur rollt sich bei Gefahren zusammen. Findet sich übrigens meist am Abend. Wiesen und dann, okay, und hier. Bleibst du gerne unter Gaserum, vielleicht hörst du jetzt deine Stimme. Stimme? Was? Wenn du das Sternförmige Strand schließt, hat es sternförmiges am Strand. Also ich sehe es Stern oder so. Was haben wir hier noch? Hängt auf den Höhlendecken, schau ich nicht. Ah! An Höhlendecken. Fledermäuse? Was ist das? Wird auf Träge dahin schwimmend auf dem offenen Meer gesichtet. Ein Blowball oder was? Ein Vogel, der zumindest im Urwald zeigt. Wenn du ihn rufen hörst, ist er ganz in der Nähe. Ein Papagei, habe ich Papagei schon? Ja, habe ich schon. Das ist ein anderer Papagei. Legenden sagen, sie baden auf Felsen in der Sonne, aber schwimmen sofort, sobald man sonst zu rufen. Sie baden auf Felsen in der Sonne. Legenden. Also es ist wieder so ein weirdes Viech wie... Ich entweder hier der Yeti oder hier die Seeungeheuer oder wie? Alles klar. Gut, ich würde sagen, wir fahren erstmal zum Tauchen. Und dann machen wir mal. Suchen wir ein bisschen. So, gibt es irgendwelche Tiere, die wir gerade so sehen? Hier vielleicht, hier ist es wiesig, genau. Hier ist es so, dass es hügelig ist. Hier sind keine Tiere, ich sehe gerade keine Tiere. Oder sind da Tiere irgendwo? Nein. Da ist dieses Dingviech, diese Krabbe und dieses Chamäleon-Leguan-Ding. Oben steht ja im Teil. Ich sehe keine Kugeln. Welche Tiere lassen sich zu Kugeln zusammen? Kugeln. Ah, ich glaube, ich habe mal gesehen irgendwo, dass es sowas wie Gürteltiere geben soll, aber ich bin mir nicht sicher. So Armadillos. Willkommen tauchen. Hier kannst du alle farbenfrohe Meerestiere bestaunen und die Wunder der Unterwasser erleben. Wenn du das Tauchen aus dem Bild versprechen, das ist unglaublich schätzhaft. Ja, da warte, ich warte. Jetzt mal leider ein bisschen am Boot warten, Husky. Ja, das tut mir auch sehr, sehr leid. Gut. Also ich weiß noch nicht, ich werde wahrscheinlich nicht alle bekommen heute, aber ein paar vielleicht. Vor allem die im Seeresort, schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Tauchalbum. Haben wir wahrscheinlich noch gar nichts. Sieht nicht so aus, als ob wir schon irgendwas hätten. Kann ich irgendwie runter? Nee. Das sind sehr viele. Die machen wir irgendwann mal, aber wahrscheinlich auch im Stream, denke ich, weil Tauchen recht lange ist. Aber wir machen wieder ein Video. Ich weiß es noch nicht. Fischsuche. Der Tauchausflug. Wir müssen einfach nur ein Foto von einem Fisch machen. Ich mache aber einen Tauchausflug. Das bringt uns einfach mehr. Wortwörtlich mehr, weil wir jetzt im Meer tauchen. Weil Freitauchen bringt uns so gesehen nichts. Blau Dotterfisch brauchen wir, einen Hafterfisch. Und fährt hier ein Vaterfisch und ganz viele Fische auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie man taucht hier in dem Game. Ich möchte aber gerne die andere Steuerung einstellen. Die gibt's hier nicht, oder wie? Nach oben, unten blicken. What the fuck? Ich dachte, man kann hier die Kamera invertieren, aber das geht nicht. Okay, das ist uncool. Ich bin ein Fan von invertierter Kamera, aber okay. Das sind recht kleine Fische, so Doris und Fähnchenfische und sowas. Kleine Fischis eben. Da vorne sind kleine Fischis. Schauen wir mal, ob wir da welche finden.
müssen nur hin und A drücken. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt zählt in meinem Orientierung rein, aber das werden wir dann sehen. Ich bin schon irgendwie gespannt wegen dieser Legende. Was ist denn das für ein Tier? Legende. Was könnte das für ein Tier sein? Ich weiß es gar nicht. Na, lass uns überraschen. Legenden sagen Schild auf Steinen. Hm, I don't know. Ich sehe keine Fischis. Ich sehe eh keine Fischis. Unglaublich. Und falls ihr wisst, wo die ganzen Tiere sind, dann schreibt es mir noch nicht, sondern... Oder doch, ihr könnt es mir entweder schreiben oder ihr wartet, was wahrscheinlich cooler ist. Ihr wartet und kommt dann in einem Stream, den ich vielleicht im Januar noch machen werde. Und da werde ich auch angeln und so. Und da könnte ich dann eben auch die noch restlichen Tiere suchen. So, was haben wir die hier noch? Es gibt noch zwei Fischarten, die wir brauchen. Haben wir da oben noch was dahinter? Können wir auch drüber schwimmen. Da sind keine Tierchen mehr. Dahinter können wir, glaube ich, nicht. Obwohl, dahinter dem Stein können wir vorbeischwimmen. Schauen wir mal, vielleicht gibt es da hinten noch was. Verstecken sich da irgendwelche Fischis? Da sind tatsächlich noch welche, aber die haben wir doch schon, oder? Ne, die haben wir noch gar nicht. Schauen nur so aus. Okay, cool. Dann haben sie den versteckt eben. Gut, eine Fischart fehlt uns noch. Ich weiß halt gar nicht welche, aber ist mir auch ziemlich egal. Ich nehme aber die nächste Fischart, die ich finde. Und das wird hoffentlich die richtige sein. Werden wir dann schon sehen. Wie kann man die nochmal so drehen? Nee, das ist... Das ist Köder. Das ist A, nee, B. B ist Bremsen. Das ist Lampe. Kann man sich drehen, wenn ich so irgendwas gedrückt halte? Nee, kann man sich gar nicht mehr drehen, oder was? Aber ich schüttel vielleicht. Ja, wenn ich schüttel, drehe man sich. Nice! Cool, also es gibt ja anscheinend keine Fischis mehr. Ich finde, was als schlimmer Tauchen ist, ist halt so langwierig. Also es ist nicht langweilig, sondern es ist so, es dauert ewig so. Okay, Fischis, da vorne sind welche. Sind es die letzten? Oder haben wir die schon? Das ist die Frage. Wer ruft denn da? Das ist doch ein Delfin. Haben wir die schon? Ich glaube nicht. Weil sonst würden sie so ein Logo zeigen. So eine Note. Ne, die haben wir noch nicht. Perfekt, jetzt haben wir sie. Und jetzt zeigt sie auch die Note. Wir haben es geschafft. Haben wir es Orientierung auch geschafft? Anscheinend nicht. Dann machen wir jetzt einfach nochmal eine Runde Tauchausflug. Und gehen mal hier hin. Und machen da mal ein Foto von irgendeinem Fischi. Wir machen ein Foto und gehen dann halt schnell wieder raus. Wir müssen jetzt hier nicht großartig was fotografieren. Habe ich getroffen? Nee. Jetzt aber. Jetzt aber. Halsband an dem Mondfisch. Die Frage ist, wenn ich jetzt eben ins Beenden gehe, ob ich das dann trotzdem bekomme. Ich würde sagen, ich beende mal das Ganze. Ich hoffe, ich bekomme jetzt das Orienteering. Wenn nicht, dann rede ich ja noch mit der Frau. Aber eigentlich müssen wir das Orienteering jetzt kriegen, oder? Muss im Tauchen einen Fisch fotografieren. Oder waren es drei? Vielleicht waren es ja drei. Ich weiß es gar nicht. Schauen wir mal. Nicht, dass es jetzt so ist, dass ich es nicht geschafft habe. Na komm schon! Ja, komm schon, kommt die Klasse, was ich auf der Tanze bis Wissens kommt, jetzt tappen, aber herzlich willkommen zu meinem Rekord. Dankeschön. Chatbot, ja. Obwohl ich wollte eigentlich im Chatbot fahren. Hat's geklappt? Nein, hat's gar nicht. Was müssen wir denn machen? Für ein Lebewesen. Ich habe ein Lebewesen fotografiert. Willst du mich verarschen? Okay, dann machen wir das nochmal und müssen wahrscheinlich das Ganze lassen. Das ist gerade ein bisschen uncool. Ich würde gerne die Legende des Wesen und die Fledermäuse finden. Ich weiß nicht, wo die sind. So, machen wir jetzt hier, tauchen wir jetzt einfach mal noch durch und machen ein Foto von. Ich glaube, wir dürfen nicht beenden. Ich glaube, dann geht's nicht. Was beenden? Wir müssen einfach durchziehen und dann soll das klappen, denke ich. So. Ach, ich muss ja so Fotos machen. Dann haben wir hier noch einen Bogdafisch. Rechts von mir auch noch ein Fischi. Haben wir die schon? Ne, die haben wir tatsächlich schon. Wow. Die Halsband an den Mondfische. So, was haben wir hier noch? Ich kenne mich hier noch ein bisschen aus, so ein bisschen.
Aber ich glaube, im Stream wäre das schon ganz nice. Eigentlich ist es, glaube ich, besser als in Videoform, weil da mache ich wieder 9 Videos, das dauert dann wieder ewig. Das ist wieder Halsband und ein Mondfisch, aber die da. Oh, das sind Nemos da oben. Nemo. Alter, diese verbackten 2D-Fische sind nervig. Aber die Nemos üben mir. Wo waren die denn gerade? Man kann jetzt echt einfach direkt über sich schauen. Das ging früher nicht. Ich glaube, es ging früher nicht. Ah, dieser hässliche 2D-Fisch auch noch drauf. Okay, das ist der falsche Clownfisch. Das ist der richtige daneben. Komm schon mal runter. Ich kann nicht mehr höher. Ah, okay, dann nicht. So. Ah, was kommt denn da? Okay, das war nichts. Dann möchte ich diese Fächerfische oder was es sind noch haben. Genau, Fähnchenfalterfisch. Passt. Ich glaube, da hinten in dieser Anemone waren die richtigen Anemonenfische. Kann das sein? Also der da drin ist. Oder ist es auch ein falscher? Ah, nee, das war der schwarze. Nee, das war nicht der schwarze. Ich glaube, es gab einen schwarzen, aber das war nicht der. Ist das der richtige Anemonenfisch? Nee, ist auch ein Clownfisch. Okay, falsch. Als ob wir jetzt einen richtigen Fisch suchen. Oh, hier ist eine schöne kleine Schildkröte. Eine Meeresschildkröte. Dann haben wir... Da noch einen Fischi. Was? Jetzt aber. Juwelenfahnenbarsch. Okay, cool. Waren das sind doch keine 2D-Fische da, die sehen aber ein bisschen so aus, finde ich. So, dann schauen wir den hier mal an. Auch ein falscher. Okay, gut. Gibt's hier noch irgendwas Gescheites in der Nähe? Ich kann mir abstimmen, ob ich angeln möchte, sowieso im Stream machen. Ob ich das Tauchen, ob ihr lieber Tauchen im Stream oder in Partform sehen wollt. Ich glaube aber in Partform wären die Parts entweder zu lange oder das dauert, zieht sich zu lange. Ich glaube im Stream wäre es schon sinnvoller. So ist es im Korallengarten. Ah, das ist ja japanische Feuerfisch. Ja, hab ich in Real Life auch schon gesehen, also halt im Sea Life. Ey, was ist das denn? Nein! Doch, es hat ge... Ich habe ein grünes Schwalbenschwänzchen. Ich wollte eigentlich den anderen machen. Aber ich bekomme immer die Fische, die mir in den Weg schwimmen. Das ist ziemlich cool. Japanischer Feuerfisch. Nice. So, dann wie wäre es jetzt, wenn ich jetzt... Ich schau mal, was passiert, wenn ich da hinschwimme. Dann macht's... Panik. Panik, at the disco. Okay. Die haben wir eigentlich schon alle hier. Dann schwimmen wir mal ein bisschen in die tieferen Bereiche. Aber wir haben eh nicht mehr viel... Warte, kann ich nicht einfach beenden mit irgendeinem... Ich weiß es nicht, ich lasse es lieber. Ich mache es, zieh's aber auch durch, nicht, dass jetzt das Spiel sagt, nö. Du darfst nicht beenden drücken, dann müssen wir nochmal. So. Ich muss jetzt echt alle Cloudfische fotografieren, weil ich nicht weiß, ob es die falschen sind. Ja, sind alle falsch, ey. Ja gut, daneben nicht. Kann ich auch fotografieren? Die hatte ich immer schon, ne? So, diese Bärsche. Nee, Halsband an Mondfisch. Okay. Ich kenne mich, wie gesagt, nicht mit Fischen aus. Das habe ich ja in den letzten Angelparts euch ja demonstriert. Meeresströmungen. Sobald ein Taucher da genug. Also ich bin zu... Ach, ich bin noch zu schlecht dafür. Okay, dann lassen wir das. Wir haben eh gleich keine Ding mehr, keine Luft mehr. Deswegen schwimmen wir dann gleich wieder nach oben. Tischplatte. Dies ist hier Tischplatte hier bei meinem Schreibtisch. Und das hier in Go Vacation. Ja. So, das scheint gut zu sein hier. Haben wir gut geschafft. Ein paar auf jeden Fall. Ein paar Fische haben wir schon mal. Wow. Haben wir die schon? Kann man die fotografieren? Die Gelbbrandfusilier. Ich glaube, die gab es damals doch nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass es die schon gab. In Vigo Vacation. Wenn ihr es wisst, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe davon keine Ahnung, ob es die da schon gab damals. Ich glaube sogar nicht. Die haben wir schon, glaube ich, oder? Ja, haben wir schon. Gut. Aber jetzt müssen wir gleich wieder auftauchen, glaube ich. Lang haben wir nicht mehr. Gut. Ganz entspannt haben wir jetzt alles. Also nicht alles, aber die meisten, sag ich mal. War ja schon ziemlich erfolgreich. Ein paar gibt's vielleicht noch, aber das, wie gesagt, machen wir in Streams oder in Videos, wie auch immer.
Also alles werde ich nicht in Videos machen, aber ihr könnt ja eben abstimmen, ob ich das meiste in Videoform oder in Streamform machen soll. Ich glaube, in Streamform ist es passender, aber ihr könnt selbst entscheiden. Dann kann ich mal wieder auftauchen, es reicht, ich habe genug getaucht. Kein Sauerstoff mehr, tauch auf. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Wir müssen es wirklich durchmachen. Ich bin ein geprüfter Hobbytaucher, das ist auch sehr schön. Die Tiere im Fotobuch lesen wir uns mal anders durch, würde ich sagen. Weil sonst haben wir zu wenig Zeit. Ich möchte noch gerne die zwei Tiere finden. Das möchte ich auf jeden Fall noch machen. Und dann checken wir das mal ab. Die anderen Orienteerings machen wir wahrscheinlich im nächsten Part, denke ich. Willkommen zurück! Ja gut, das hat selber schon gesagt. Ich möchte jetzt mit dem Quad fahren, weil ich zu der Höhle möchte. Wo die Fledermäuse sind. Ich weiß natürlich nicht, in welcher Höhle, aber ich schaue mal. So, da hinten ist da hinten eine Höhle. Ich glaube, da kommen wir nicht rein in die Höhle, oder? Naja. Hier ist eine Höhle. Ist hier nicht auch eine Höhle? Kann man da reinfahren oder muss ich da mit dem Chatbot fahren? Ich kann mit dem Chatbot fahren. Ist ja ein Chatbot in der Nähe? Nee. Aber ich könnte hier hin mit dem Chatbot, weil da geht ja die Höhle durch, glaube ich. Chatbot. Wie komme ich an? Das ist falscher Punkt. Ich brauche den hier. Mit dem Chatbot. Dann schauen wir mal in der Höhle, ob es hier Fledermäuse gibt. Sollte es schon geben, denke ich mal. Wenn ich mich enttäuscht. Sonst kenne ich nur die geheime Höhle, aber ich glaube, das sind keine Fledermäuse. Doch, das ist, ich habe welche gesehen. Okay, sehr nice. Schauen wir, müsste schon gehen, oder? Geht bestimmt schon. Noch nicht. Nein, nicht, wenn nicht wegfliegen, bitte. Nein, nicht wegfliegen. Okay, jetzt. Alter, mein Hund. Ich wollte gerade ein Foto machen, dann fällt mein Hund gegen mich. Also rammt mein Hund mich. So. Wir haben Fledermäuse. Sehr schön. So, was gab's noch? Felsen. Vielleicht. Alter, ach, das Boot rammt mich die ganze Zeit. Aber hier sind ja auch Felsen. Vielleicht ist hier drinnen dieses komische Wesen. Ich schau mal noch mal kurz, wie das heißt. Tierfotoalbum. Erstmal haben wir die Fledermaus. Und ich meinte, was hatte ich, meinte ich denn hier? Das hier war das, oder? Die letzte immer so komische. Legenden sagen, sie badet auf Felsen in der Sonne, aber schwimmt fort. Okay, Sonne ist hier aber nicht drin eigentlich, oder? Sonne ist hier nicht, obwohl hier eigentlich schon Licht durchscheint. Aber vielleicht ist sie noch, ist diese Gestalt oder was auch immer das ist. Ah, hier gibt's ganz schön viele. Hier irgendwo zu sehen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich meine Legende. Was soll das für eine Legende sein? Ist es jetzt Neptun oder was? Hier ist aber keine Sonne. Hier ist Sonne. Gibt's hier was? Aber ich denke, ja, hier würde jetzt ja die Sonne brennen. Also hier wäre es möglich. Vielleicht da rechts dieser Felsen. Schau euch den an. Der sieht so aus, als wäre das so ein besonderer Felsen. Man kann da hochklettern. Vielleicht ist es ein besonderer Felsen. Ich weiß es nicht. Das könnte man ausprobieren, dass ich jetzt nochmal zum Tag hingehe. Dass ich jetzt sage, Resort wechseln. Stadt, normal und bei Tag vielleicht. Bei dieser Felsen, habt ihr den gesehen? Der ist so ein bisschen beleuchtet, so ein bisschen. Vielleicht ist es der. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir fahren einfach von der anderen Seite hin, dann müssen wir die ganze Höhle nochmal durch. Und vielleicht finden wir da was. Wäre schon ziemlich cool, denke ich. So. Ja, ich bin back, Lilly. Die Tageszeit hat sich so schnell verändert, das ist ja richtig strange. So, naja, wenn, da, ob, als ob Grubication je realistisch war. So, mit dem Chatbot, genau. Jetzt fahren wir mal in die andere Richtung. Ich bin ein vollblutiger Profi in Grubication, wie man sieht. So, mein Tauchen fängt wieder an zu blinken. So. Bei diesem Wasserfall, weil der Wasserfall ist auch so random. Also, ich könnte mir vorstellen, dass da hinten irgendwie was ist. Vielleicht nicht auch komplett falsch. Aber ich glaube, dieser Stein da links, ist da was? Nein, scheint nicht so. Ich glaube, da ist nichts. Aber was bringt der dann, dieser Stein? Warte mal, ich stelle mal kurz hier ab. Vielleicht ist da irgendwas, was ich nicht sehe. Vielleicht ist da ja irgendwas Besonderes. Komme ich da wieder hoch? Was ist denn da oben? Warum gibt's das? Warum gibt's das hier? Warum? Warte, was ist das da hinten? Ist das ein Glühwürmchen? Warte, was ist das? Was ist das? Warte mal, ich hab's gerade gehabt. Ist hier vor, was? Meerjungfrau.
Aber warum kann man hier hochklettern? Warte, vielleicht ist sie scheu oder so. Das kann ich mir vorstellen, dass sie scheu ist und dann wegschwimmt, wenn man zu nah ist. Also so wegspringt. Schauen wir mal. Springt ins Wasser, wenn man sagt, hi. Warte, ja, tatsächlich. Alter, was hatten die? Junge, die hatten 200 km/h Kopfsprung gemacht. Aber krass. Dann gibt es wahrscheinlich in jedem Resort einen Stranger. Ist wahrscheinlich immer das Letzte. Dann schauen wir mal kurz, was hier das Letzte ist. Das ist das Letzte. Kreuz in der Hightech-Vehikel durch die Lüfte. What the fuck? Okay, ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part, ganz klar. Und auch mit dem Orientierung weiter. Interessant. Okay, 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 ziemlich cool. Ich würde sagen, wir lesen uns noch schnell die Sachen durch. Und dann war's mit der Folge. Noch ganz kurz hier checken, erstmal Fledermaus. Mit vielen Unterarten in fast der ganzen Welt zu Hause. Anders als bei Vögeln bestehen ihre Flügel aus gespannter Haut. Ich finde Fledermäuse ultra cool. Viele der Leute haben Angst vor Fledermäusen. Ich finde Fledermäuse ziemlich cool. Ich gehe auch gerne in diese Fledermäushäuser rein, in Tierparks. Meerjungfrau, oben Mensch, unten Fisch. Dieses Fabelwesen soll sehr scheu sein, vor Menschen rasch zu nehmen. Ah, okay, deswegen war dieser Berg da, dass man eben hochgehen kann und sich fotografieren kann. Alles klar, dann gibt's diese Spots eben für besondere Sachen eben. Für so besondere... Für so besondere Fotos eben. Lux kann man noch abchecken, das haben wir im Stream geschaut. Oh, der ist so süß. Ein Räuber, der nachts durch die Wälder zieht, jagt meist Kleintiere, so allerdings schon ganze Rentiere erlegt haben. Oh, nicht schlecht. Dann hier der Gärfalke, größer und anders geformt als der bekannte Wanderfalke. Das Muster auf seinen Flügeln erinnert fast an ein Schuppenkleid. Ja gut, ich habe nicht so viele Schuppenkleider gesehen, aber ziemlich cool. Dann haben wir zwei coole Sachen gefunden und ich würde sagen, im nächsten Part machen wir mit dem Orienteering weiter im Bergresort und im Stadtresort. Erst im Stadtresort, weil wir da dieses mysteriöse Tier noch nicht haben, was auch immer das ist. Und da müssen wir auch zur Leuchtscheibenzone, das ist ja ganz einfach. Und es ist bei Nacht, glaube ich. Macht das einen Sinn? Ob es Nacht ist, ist wichtig. Ich weiß nicht. Ich sage dann schon von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und ja. Ich würde sagen, das wär's für der Folge. Ups, war da falsche Taste. Jo, warte, wie kann ich so drehen? So kann ich drehen. Ciao, euer Zickerfreak. Tschüss. Brrr.